kann da nicht stehen. Ich stelle alle Haare auf. Ich gehe da nicht hin. Wieder. Ja, ich kriege dann keine Luft mehr. Es tut mir leid mit dem Händen. Nein, Phänomene nicht von dieser Welt. Botschaften aus dem Jenseits, das Werk von Geistern. Sind die Geschichten wirklich wahr? Mit seinen Fähigkeiten will der Geisterjäger Kontakt mit den Toten aufnehmen. Ich spüre natürlich diese Sachen. Man merkt auch, in dem Moment, wo sich eine Energie verändert, reagiere ich mit Schwitzen. Ich bin mal wieder leicht feucht. Was ich tun muss, ist im Grunde genommen, ich spüre mich einfach mal in die Energie rein. Bleib stehen, setz mich. Ja, Astralwanderung. Das heißt, ich muss aus dem Körper raus, ich muss mit dem feinstofflichen Körper auf die Ebene, wo die Verstorbenen sich eben jetzt auch befinden. Dort kann ich mit ihnen reden, dort kann ich mit ihnen verhandeln, dort kann ich ihnen ihren Zustand klar machen. Die Astralwanderung des Geisterjägers ist eine Art Meditation. In diesem Zustand kann er die Toten sehen. Versucht denen wirklich klar zu machen, dass sie, ich meine, das merken sie ja auch, dass sie nicht mehr in materieller Form vorhanden sind, sondern dass mit ihnen was anderes ist, das wissen sie auch. Ja, wenn mir dann jemand sagt, schau mal, ich bin nicht tot. Wir unterhalten uns gerade. Ja, du kannst mich sogar sehen. Ich muss ihnen, vielen dieser erdgebundenen Seelen, muss ich einfach klar machen, dass sie, dass der Tod einfach eine Wandlung ist, dass das nichts ist, wo alles einfach aufhört. Ja, dass zwar der feinstoffliche Körper weiter existiert, aber der Grobmaterielle nicht mehr, weil er nicht mehr mit Energien versorgt wird und dementsprechend sich der feinstoffliche Körper trennt. Man sieht sich aber noch so, wie man sich zu Lebzeiten auch gesehen hat. Und ich muss Ihnen klar machen, dass Sie hier nichts mehr zu suchen haben, dass Sie den Dimensionswechsel ins Jenseits vollziehen müssen, um sich weiterzuentwickeln. Das ist an und für sich die Hauptsache. 5 Minuten ist es ruhig. Dann hat der Geisterjäger Kontakt aufgenommen.